In diesem Video basteln wir diesen tollen Minimaus-Schneemann. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen DIY-Video und erstmal schönen dritten Advent. Ja, in diesem Video basteln wir diesen schönen Minimaus-Schneemann. Ja, manche von euch erinnern euch sich vielleicht noch an letztes Jahr. Da habe ich diesen Mickey-Maus-Schneemann gebastelt in einem Video. Das Video musste ich aber leider runternehmen von meinem Kanal. Aber da dachte ich mir, mache ich es dieses Jahr einfach nochmal mit Minnie-Maus, damit sich Mickey-Maus nicht so einsam fühlt. Ja, ich freue mich sehr. Ich finde Minnie-Maus sehr, sehr schön geworden. Wie es funktioniert, was ihr alles dafür braucht, seht ihr jetzt. Ja, was brauchen wir alles für unsere Schneemann-Minimaus, damit Mickey sich hier nicht mehr ganz so einsam fühlt bei mir? Ja, ich habe das meiste beim, fängt mit dem T an und hört mit Edi auf, gekauft. Da kaufe ich ja meistens die Bastelsachen und die sind echt günstig. Ja, dort habe ich gekauft natürlich zweimal Schneemann-Kugeln, also Styropor-Kugeln. Die sind auch ein bisschen kleiner diesmal. Ihr seht, Minimaus wird ein bisschen kleiner. Ich habe erstens die Größe nicht mehr gefunden und dann dachte ich, Minimaus kann ruhig etwas kleiner ausfallen. Und dann brauchen wir natürlich noch Ohren, das habe ich hier auch gekauft. Das Pack kostet 2 Euro und hier so eine Kugel kostet jeweils 1,50 Euro. Also relativ günstig. Da habt ihr im Prinzip eure Grundzutaten, Grundmaterialien schon da. Dann muss ja Mickey auf irgendwas, Mini auf irgendwas draufstehen. Mickey hat ja hier schon so einen Holzscheit. Mini kriegt auch einen Holzscheit, aber der ist auf einem, ist ein bisschen erhöht. Das streckt er ein bisschen Mini und ja, dann sieht Mini dann nicht mehr ganz so klein aus. Das habe ich auch dort gekauft. Es gab keine Holzscheite mehr ohne Fuß, deswegen habe ich den mit Fuß geholt. Der war ein bisschen teurer. Der hat jetzt 5 Euro gekostet, aber ihr könnt jegliche Unterlage nehmen, die ihr zu Hause habt, ob ihr noch irgendwelche Teller übrig habt oder irgendwelche Dekoplatten. Dann braucht ihr Moosgummi für die Augen. Ihr seht, da sind schon welche ausgeschnitten. Die habe ich nämlich schon vorbereitet. Ja, da. Und natürlich auch die Nase. Habe ich alles schon vorgeschnitten. Und ansonsten braucht ihr nur noch Deko. Mini bekommt bei mir auch eine Schleife. Deswegen habe ich hier eine rot-goldene Schleife für sie. Und ansonsten habe ich hier noch Deko. Eine Heißklebepistole braucht ihr. Ich habe jetzt hier noch so Spießchen. Damit werden wir die Styroporkugeln zusätzlich verbinden mit, also Heißkleber plus Styropor. Also heute habe ich es. Heißkleber plus dieses Holzstiftchen. Werdet ihr gleich sehen. Ansonsten habe ich hier noch so ein paar Tannen und Lametta und Tannenzweige. Wie ich sie dekorieren werde am Ende, weiß ich noch nicht genau. Mein Mickey hat ja auch eine Lichterkette. Ich zeige euch den mal. Eine Lichterkette und ein Halstuch und Knöpfe. Die Knöpfe werde ich bei Mini mit diesen Sternen hier machen. Und als Halstuch bekommt Mickey hier so was. Daraus werde ich dann auch noch eine Schleife basteln. So, Mickey bleibt jetzt hier stehen und beobachtet, ob Mini auch wirklich hübsch wird. Ja, wir fangen an mit den Styroporkugeln, die aufeinander zu setzen. Die Styroporkugeln, ich weiß nicht, ob man das sieht, haben in der Mitte so einen Strich, wo die zusammengeklebt wurden. Da werde ich die auch verbinden, so aufeinander setzen. Wie gesagt, einmal mit so einem Holzspießchen. Die werde ich dann durch beide Kugeln durchmachen und dann nochmal mit Heißkleber an der Verbindungsstelle festmachen. Sieht dann so aus. Ich habe sie, wie gesagt, erstmal nur mit diesem Holzstiftchen hier festgemacht. Da tue ich jetzt noch Kleber drum und dann muss ich sie ganz lang so festhalten, bis es wirklich gut getrocknet ist. Und Vorsicht, Heißkleber ist heiß. Wiederhole ich mich gerne öfter, weil ich mich selbst schon sehr, sehr oft verbrannt habe. So,
nicht schlimm, wenn man ein bisschen von dem Kleber sieht, da kommt ja eh der Schal dann drum herum. Ich werde auch Mini zum Schluss erst auf dieses Holzbrett kleben, weil ich ja jetzt hier noch so ein bisschen am Werkeln bin mit den Ohren und dem Gesicht und so. Genau, als nächstes kommen wir dann zu den Ohren. Hier ist es im Prinzip wieder dasselbe Spiel. Ihr nehmt euch so einen Holzspieß, sucht euch die perfekte Position, bringt den Holzspieß in beide Styroporkugeln rein und klebt es dann nochmal mit Heißkleber fest. Und dann sieht es schon aus wie eine Mickey. Bei den Ohren ist es auch mir auch immer wichtig, dass sie gut, also symmetrisch sind und gut aussehen. Deswegen steche ich auch erst vor, bevor ich mit dem Heißkleber rangehe, um auch zu gucken, dass es wirklich gut aussieht. Aber ich finde, das sieht schon gut aus. So können wir es lassen. Und durch die Holzspießchen wisst ihr dann auch, wo das Loch ist und wo ihr dann wieder reinstechen müsst, wenn ihr den Heißkleber drauf gemacht habt. Ihr seht schon, der Schneemann nimmt Gestalt an. Als nächstes kommen wir zum Gesicht. Da habe ich euch ja schon gesagt, habe ich vorher das aus Moosgummi ausgeschnitten. Ihr könnt es natürlich auch malen. Ich mal Mini später noch die Wimpern mit Eyeliner. Also Mini bekommt Wimpern, damit man auch klar differenzieren kann, dass es sich um Mini handelt und hier Mickey daneben. Die Augen werde ich auch mit Heißkleber aufkleben, aber nicht so viel, da braucht man wirklich ganz wenig. Und sie bekommt dann auch ein bisschen Rouge, so wie Mickey, aber natürlich ein bisschen mehr, weil es ja Mini ist. Und ja, wie gesagt, die Wimpern werde ich dann mit Eyeliner malen. Ich hoffe, dass das dann gut aussehen wird. Bin ich ja noch ein bisschen skeptisch, was meine Malkünste angeht. So, das Gesicht von Mini ist also mit dem Moosgummi schon fertig. Wie gesagt, ich male jetzt noch mit Eyeliner die Wimpern. Und mache hier direkt noch ein bisschen Rouge drauf und klebe auch gleich die Schleife noch dran. Und wahrscheinlich auch noch die Knöpfe. Also ich werde die Mini wahrscheinlich komplett fertig machen. Wie gesagt, bevor ich sie auf den Holzscheit klebe. Weil ich habe dann Angst, dass sie irgendwie wegbrechen könnte. Eyeliner. Oh Gott, ich habe Angst. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut aussehen wird. Sieht man jetzt in dem Licht sehr schlecht. Aber es sind sehr dezente Wimpern geworden. Mini mag es nicht so krass geschminkt sein. Aber ja, kann man so lassen. Jetzt bekommt sie noch ein bisschen Rouge. So wie Mickey auch, aber ein bisschen stärker. Kann ich mich direkt schminken. Ja, sieht man ein bisschen. Wenn ja Glitzer und Fashion mag, kriegt sie auch zwei goldene Sterne. Miki hat ja Knöpfe und sie bekommt dann hier zwei goldene Sterne hingeklebt. Also ich habe mich gerade dazu entschieden, das Halstuch oder den Schal erst drauf zu machen, weil, wenn sie steht, weil sie immer umkippt, wenn ich den Schal drum mache und eine Schleife draus binden will. Deswegen werde ich sie jetzt auf dem Holzscheit hier befestigen, auch einfach mit Heißkleber festkleben und sehr lange warten. Ich lasse vorne ein bisschen Platz frei, damit ich das jetzt gleich dekorieren kann. Miki hat ja eine Lichterkette. Ich weiß nicht, vielleicht, ich wollte vielleicht einen Teelichthalter bei ihr platzieren oder sowas. Ja, damit es ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem irgendwie gleich. So, Mini steht und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Schal schön weihnachtlich und natürlich weiblich binden. Ich wollte ja irgendwie eine Schleife draus machen.
So, schaut mal. Mal aus dem Fokus raus. Ja, so sieht das jetzt aus. Mini-Schal mit Schleife. Könnte ein bisschen hübscher sein, aber irgendwie mit so Schleifen habe ich es nicht so. Wenn jetzt nochmal so eine fertige Schleife da dran hängt, fand ich jetzt nicht so schön. Ich wollte schon aus dem gleichen Stoff eine Schleife haben. So, und jetzt kommt es ans Dekorieren. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen, dass ihr alles zu Hause habt. Ich zeige euch nochmal, wie wir Mickey dekoriert haben. Genau, Mickey hat hier so einen Stab mit so ein paar Sternen und so, eher in Silber gehalten, silberrot. Auch ein Tannenzapfen mit ein paar Tannen und einer Weihnachtskugel. Bei Mini wird es eher Gold sein, so wie schon bei den Knöpfen. Ich habe jetzt hier so goldene Blümchen, auch Tannenzapfen, goldene Lametta. Ich habe hier auch noch so eine schöne künstliche Orchidee gefunden, auch mit so Goldstaub. Ich glaube, das kriegt sie in die Hand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so begeistert bin von der Blume, weil die ist hier eher rosa. Ich finde, das beißt sich ein bisschen mit dem Rot. Obwohl ich sie sehr schön finde. Aber ich glaube, ich entscheide mich erstmal dagegen. Oh. Mini hat fast den Abgang gemacht. Ich habe jetzt hier sowas gefunden. Das werde ich aber noch nicht festkleben auf dem Holz, weil da noch fester Wachs drin ist. Ich werde die ausbrennen lassen, erstmal hier hinstellen und nachdem es ausgebrannt ist, säubern und es dann als Teelichthalter benutzen und dann erst mit Heißkleber festkleben. Ich habe leider jetzt nichts anderes mehr gefunden. Ich habe ja so viel Kram in meinen Weihnachtskisten, deswegen braucht man gar nicht immer so viel kaufen. Das habe ich hier auch noch da gefunden, hat schon mal gebrannt und passt auch ganz gut jetzt, finde ich, zur Optik und von der Größe her. Ich zeige es euch mal. Schon am Dekorieren. Sie wird dann hier so stehen und dann hat Mini ihre eigene Kerze. Ja, man muss aufpassen hier, dieses Gleichgewicht. Das macht Mini wieder den Abgang. So, darf ich euch meine Mini präsentieren? Sie ist fertig. Wie gesagt, das hier ist zurzeit noch nicht festgemacht. Das mache ich, wie gesagt, wenn die Kerze ausgebrannt ist. Dann klebe ich das Glas mit Heißkleber hier fest und wird dann halt ein Teelichthalter. Was ich mir noch überlegt habe, vielleicht werde ich es mit künstlichem Schnee besprühen. Dann sieht es noch ein bisschen weihnachtlicher aus. Ansonsten seht ihr, wie ich es dekoriert habe. Tannenzapfen. Mini hat jetzt hier die goldene Blume in der Hand. Hier so ein paar rote Nüsse, noch die Sterne, die sie hat. Ich drehe es mal um kurz. Ja. Also ich finde sie wunderschön geworden. Mein Tisch sieht aus wie Hulle. So, stellen wir die Kerzen nochmal dazu. Und Mickey daneben. Hier hat sich alles verheddert. So, da sind die beiden. Mickey und Mini. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr meine zwei super schönen Mickey und Mini Schneemänner? Also ich liebe sie. Es ist so simpel, einfach gemacht und schnell gemacht und ein wirklich sehr, sehr schönes Dekorationsstück. Ja, das war auch schon mein DIY zu diesem Mickey Maus Schneemann oder jetzt Mini Maus Schneemann. Wie gesagt, den hatte ich letztes Jahr schon gebastelt. Und da dachte ich, braucht Mickey einen Partner und deswegen ist es dieses Jahr dann Minnie Maus geworden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und wenn ihr das nachbastelt, schickt mir gerne Bilder bei Instagram.